Und damit herzlich willkommen zurück in der dritten deutschen Fortszene. Meine Salzarbeiter und Salzarbeiterinnen, schnallt euch an. Im zweiten Game von Dorsnip, links mit Jim, Tar und Schockenau. Gegen rechts, Jat, Gengar, Butterdog. Hier kostenlos Twitch Prime abgeben. Und ebenfalls Schockenau. Und Shigikulix ist auch am Start. Also, das wird eine längere Runde hier werden. Und ja, ein Teil der Begründung, den können sich einige vielleicht schon denken, das ist Schockenau. Denn Schockenau, das ist so ein, ja, das ist ein ganz besonderer Commander. Der macht einfach Dinge, die andere Commander so nicht können. Gut, das machen viele Commander, aber der hier hat einen ganz besonderes Gadget. Und zwar kann der Fässer platzieren, so kleine rote Fässer, die sind hochexplosiv. Also, wenn die explodieren, dann machen sie ordentlich Bumm, ähnlich wie eine Batterie. Und sie haben nicht viel HP. Aber das, was sie so cool macht, ist, wenn du einen Fass platzierst, und dann die Verbindung zu diesem Fass trennst, behältst du trotzdem die Kontrolle, da wo dein Fass steht. Wir können es, glaube ich, bei Jim gleich schon beobachten. Ich bin mir nicht sicher, ob er die Node zählen wird, aber sobald das Fass platziert ist, das muss nicht mal fertig gebaut sein, kann man die Verbindung trennen zu diesem Fass und alles, was das Fass irgendwie berührt oder mit dem Fass verbunden ist. Hoppala, Kurswing von Tar, let's go! Das ist natürlich auch eine spielverlängernde Maßnahme, gar keine Frage. Das auch noch mit Schockenau obendrauf ist brutal, würde ich behaupten. Also das wird richtig schallern. Also man, joppala, Jim ebenfalls mit dem Kurswing, aber der hat es ein bisschen verkackt. Oder will er weiter runter? Er will weiter runter, oder? Nein. Hoppala, Kreissäge von Gengar und der Kerl, er geht sogar flöten! What? Einfach das Giga-Monster-Gameplay, aber er ist noch im Game. Weil er hat noch ein Fass. Er ist noch nicht tot. Er hat nicht mehr so viele Ressourcen. Aber er ist noch nicht tot. Er hat Storages, das ist das Wichtige vor allem. Und natürlich das Fass. Aber he's still alive. Das... Vielleicht ist das auch Strategie? Wird hier gerade eingeworfen? Ja, maybe. Who knows? Es ist crazy, ne? Es ist crazy. Das Ding ist, wenn der Kern explodiert, ist es egal, ob du noch Fässer hast oder nicht, dann ist das Spiel vorbei. Also der hier muss beschützt werden. Unweigerlich. Und ja, Jim hat jetzt das Problem. Er hat nicht ganz so viel Produktion pro Sekunde, ne? Plus 16 Metall, plus 115 Energie. Der Kern produziert halt einiges, das fehlt ihm jetzt. Nichtsdestotrotz, er hat die Storages, von daher, und ich glaube, nee, das Fass, doch, das speichert auch ein bisschen was ab, ne? Genau, das Fass speichert auch ein bisschen Metall und Energie oder nur eins davon, bin ich mir jetzt ganz unsicher. So oft spiele ich den Commander nicht. Auf der Map kann man aber sagen, nach all der Verwirrung, dass Schockenau auf jeden Fall ein oft gesehener Commander ist, ne? Das ist durchaus der Fall. Team 2 versucht jetzt hier auf jeden Fall Stress zu machen auf die beiden Storages. Warum, bin ich mir nicht ganz so sicher. Einfach, um den Spieler so ein bisschen weiter zu hemmen, der hier wenig Ressourcen zur Verfügung hat. Mal gucken. Hier oben haben wir auf jeden Fall eine Heavy Eco, Upgrade Center. Drei Superminen schon und eine relativ viel Minen. Ich weiß nicht, warum er noch nicht mehr Windturbinen gebaut hat. Das könnte ihn später mit einem ordentlichen Energiedefizit wieder einholen. Auf der rechten Seite haben wir schon zwei Fässer platziert, aber noch keine Verbindung dazu getrennt. Aber ist durchaus denkbar, ne? Also hier, das kann man jetzt einfach wegmachen, das ist egal. Hier steht das Fass, die Verbindung bleibt gewahrt. Ebenso wie hier, ne? Da kann der liebe Jim einfach so weiterbauen. Das ist halt eben die Besonderheit an Schockenau. Hinzu kommt noch, dass man mit der aktiven Fähigkeit aus Feuerlasern Plasmalasern macht und aus 20 mm Cannons. Also einmal, ne, schießt Feuerlaser und es kommt halt eine Plasmalasersalve raus. So, und genau das gleiche mit eben einer 20er. Und man sieht es hier schon, ne? Die Büste schneidet das ab. Scheißegal, da unten stützt das Fass. Jetzt muss er nur natürlich aufpassen, dass dieses Fass nicht kaputt geht. Das wäre durchaus Worst Case. Aktive Fähigkeit auf der linken Seite aktiviert und wir sehen einen weiteren Teil der aktiven Fähigkeit. Man könnte fast sagen, dass der Commander ein bisschen überladen ist mit Gadgets, aber es werden ein gewisser Anteil an Windturbinen und gar nicht mal so wenig deaktiviert und das ist teilweise ganz schön lästig. Ich habe schon Games gesehen, da fehlten den Gegnern einfach die Energie, um zu schießen, weil der Gegner, weil die Fähigkeit sehr schnell aufgeladen wird, muss man dazu sagen, und der Gegner sie immer wieder aktiviert hat, immer wieder die Energieproduktion gehemmt hat und
so der Gegner nicht schießen konnte. Tja. Schockenau auf Balls, der wahrscheinlich einzigen Map, wo dieser Commander dann doch mal rausgeholt wird, weil du hier diese ganzen verschiedenen Kugeln hast. Theoretisch. Ne, hier unten hast du keine mehr. Oder bin ich jetzt blind? Ne, da hast du keine mehr, ne? Oder wird es durchs Hut verdeckt? Nein, da hast du keine mehr. Hast du da noch welche? Nein, da hast du keine mehr. Ich muss so kurz nachgucken. Hör mal. Auf der Balls 1 gegen 1 Map ist es so, da hast du noch so eine große Kugel hier unten und ich glaube auch noch da oben eine. Nichtsdestotrotz ist das wirklich mit einer der einzigen Maps, wo man diesen Commander spielt, weil man halt eben diese vielen Plateaus hat, wo man sich hin verbinden kann. Und die Verbindung aufrechtzuerhalten zu all diesen Plateaus ist halt immer sehr anstrengend. Von daher ist hier Schockenau sehr, sehr valide. 3 Feuerlaser auf der rechten Seite am Start mittlerweile. Aber mehr als ein Metalllager schaffen sie gerade nicht raus. Gucke mal hier, da kommen 3, 5 schwere Mörser. Oder erstmal sind es einzelne Mörser, ne? Aber immerhin, wir haben hier unten 2 Schwarmraketen und eine Nuke im Upgrade. Bei Gengar. Und Top Base holt sich den 4. Feuerlaser, ne? So far, so good. Eco ist auf jeden Fall auch bei Butterdog ziemlich ausgeprägt. Tar könnte sich hier oben noch Minen holen, aber er braucht halt gerade erstmal Strom. Ne? Das ist also wirklich, das ist eine Erkenntnis, die hätte vielleicht schon früher kommen können. Mit 170 hat er zwar immer noch mehr als sein Mate hier, der hat auch noch 100 am Start, weil er nur noch 3 Windturbinen hat und den Kern halt nicht mehr. Da sieht man mal, wie viel Strom der Kern wirklich produziert. Ne? Aktive Fähigkeit auf der linken Seite wieder aktiviert gehabt und schon sind die Windturbinen rechts deaktiviert. Das ist wirklich nicht ganz so... Hä? Das sah ganz weird aus. Warum ist denn das hier dahinter geflogen? Ha. Bugs über Bugs, habe ich das Gefühl. Also wir entdecken mehr und mehr Momente in der Forts Pro Liga, wo man sich so denkt, what is happening? Ja, hier, das scheint irgendwie nur aktuell Tank zu sein. Ne? Da passiert gerade nicht viel mehr. Ist aber natürlich auch die Frage, ob da viel mehr passieren kann mit einer Metallproduktion von plus 22. Ja, das ist nicht so viel. Gut. Je nachdem, was die Gegner halt machen. Ne? Aktive Fähigkeit wird jetzt rechts aktiviert und man sieht es gerade schon. Das ist jetzt brutal. Jim verliert 3 Minen. Und die Swarms falsch gepennt, meiner Meinung nach. Jetzt kommen die schweren Mörser auf der linken Seite. Gehen erstmal auf Bottom Base. Der eine kam ein bisschen zu weit, muss ein bisschen kürzer oder ein bisschen weiter eingeämmt werden. Je nachdem, wo man hin möchte. Das ist auf jeden Fall ein sehr sweeter Spot für schwere Mörser. Wären die ersten, nein, die zweiten, jetzt ein bisschen weiter geflogen, dann hätte man hier vielleicht diese Node zerstören können. Und hoppala, da kommt nochmal ein Schuss. Aber Plasma Laser ist am Start. Reicht nicht ganz für den letzten Shot. Der kommt durch. Ein Mörser kaputt bei Gengar. Aber es geht erstmal um Defense, was die Aufhängung des Kerns anbelangt. Jetzt sind Gunner am Start. Also der Überraschungsmoment ist mehr oder weniger aufgebraucht. Defense rechts am Start. Links Jim muss sich versuchen, jetzt wieder ein bisschen aufzubauen. Hat halt... Ah, okay. Ja, ja, ja. Warum denn nicht? Ja, gleich hat er ganz schön viele Minen, ne? Das muss man auch dazu sagen. Verbindung wird jetzt hier vom Mate gecuttet. Fast gelöscht. Oh, wait. Oh mein Gott, jetzt hat er das komplette Fort hier. Aber jetzt wird die Tech verkauft. Ha. Das bedeutet natürlich jetzt gut Float. Für den Mann ohne Storage. Das halbtote Fort. Und Butterdog hat keinen Bock mehr auf die Mörser. Aber so gar nicht. Nächste Swarm-Nuke-Kombination. Auf die Minen diesmal. Nein, etwas da drunter, aber da war jetzt nicht unbedingt viel drin. Nuke wird nochmal auf die Woodspam geschossen. Den Sniper könnte man hier durchaus noch nutzen, um ein bisschen Anti-Air rauszunehmen. Oder aber auch halt den Sniper, der hier die ganze Zeit die Nukes painted, zu zerstören, auszuschalten, zu töten. Ich habe da irgendwie noch kein gutes deutsches Wort für gefunden. Auszuschalten, ja. Aber eine größere Variety wäre ganz cool. Mehr Möglichkeiten. Deutsch, ne? Wollten mehr sprechen. Ja, 4 Feuerlaser, die mit aktiver Fähigkeit halt ganz schön brutal werden. 4 Plasmalaser tun schon relativ gut weh. Jetzt haben wir 6 schwere Mörser bei Gengar. Und halt eben die Nukes, aber die kommen gerade erstmal nicht. Aktive Fähigkeit rechts wieder aktiviert und 2 Minen wieder rausgenommen. Hoppala. Da muss man sich vielleicht gleich nochmal wieder zurückverbinden. Oder aber auch vielleicht mal anfangen, Waffen zu bauen. Okay, wir haben jetzt hier oben das erste 20er. Ist günstig und mit der aktiven Fähigkeit wird es mal eben zur Kanone.
Keine Frage, keine Frage. Wir haben nur Double Doors in Anführungsstrichen, aber es sind halt auch nur Feuerlaser. Also wenn da einer kaputt gehen sollte, heißt es nicht unbedingt zwangsläufig, dass alle anderen auch abfackeln werden. Wenn das jetzt ein Plasmalaser wäre, würde die ganze Struktur zerstören bei Explosion. Und jetzt haben wir aber auch ein bisschen Anti-Air auf der linken Seite. Also auch die schweren Mörser sind jetzt erstmal wahrscheinlich, hoffentlich, gecovert. Ah, schöne Snipes von Jim. Richtig und wichtig. Und er hat jetzt hier den Winkel gefunden, um den Nuke anzugehen. Und die kann nicht mehr gerettet werden, egal wie schnell Gengar hier jetzt drauf reagiert. Er muss aber selbstverständlich noch diese Nuke hier schützen. Und da haben wir jetzt Minigunner, die ein bisschen was von der Anti-Air rausnehmen auf jeden Fall. Feuerlaser, ich bin mir nicht ganz sicher, wo der mal hin möchte. Und warum vor allem hier kein Schild drin sitzt. Ja, das schöne Snipes auf den Feuerlaser, der geht schon mal raus. Einer weniger, aber die kosten halt wirklich einfach nicht viel. 20er, das erste geschossen. Ich weiß nicht, ob es der beste Call war, das jetzt schon preiszugeben. Aktive Fähigkeit, zwei Plasmalaser und der Turm da oben stürzt zusammen. Auch die Schilde werden das nicht aufhalten. Zwei Türen sind halt einfach nicht genug, na, um das ganze Gerät hier zu schützen. Ah, die Feuerlaser werden konstant angegangen. Gefällt mir sehr gut von Butterdog. Quatsch, von Jim. Butterdog wird angegangen. Der holt sich hier auch nochmal Nukes. Mehr Economy. Mehr Fässer, weil sie eben halt auch als Storage stehen. Aber imagine, da oben schwere Mörser rein. Das könnte schon ganz schön scheppern. Nächste 20er Salven. Und dann wird einfach der Feuerlaser aufgemacht, in der Hoffnung, ein paar Schüsse blockieren zu können. Das hat nicht ganz so gut geklappt, wie man sich vielleicht... Opala. Da war aber eine Tür, die das... Die fast hier den Feuerlaser selbst getroffen hätte. Swarms nochmal hinterher gepaintet, nachdem die Nukes gerade durchkamen. Und den Sniper hier unten rausgenommen. Richtig und wichtig. Aber aktuell macht Jim nicht viel mehr, als ein bisschen zu snipen. Und das mal mehr, mal weniger effizient. Und einfach ein bisschen, ja, einfach ein toter Klotz zu sein, der Team 2 auf den Sack geht. Sein Mate in der Zwischenzeit ist mit den 20ern jetzt hier am Start. Und wenn die zu drei Cannons werden, dann könnte das für diesen Kern echt, echt tödlich werden. Also da braucht man definitiv noch mehr Verteidigung. Und klar, Gengar kann sich wahrscheinlich sehr gut hochverbinden, überall Fässer hinplatzieren und darf weiterleben. Beziehungsweise auch Butterdog hat nach Kernexplosion ja noch weitere Fässer, mit denen er arbeiten kann. Aber nichtsdestotrotz würde ich vielleicht ein bisschen mehr Defense bauen. Ist jetzt so mein Call, den ich dazu habe. Na, kommen nochmal die schweren Mörser. Und jetzt kommen zwei Cannons. Zwei Minen raus. Das ist schon mal ein starker Shot gewesen. Der andere ging eher so random hier drauf. Ey, Kern. Ich sag's, wie es ist. Da, also hier ist eine Metallstrebe und eine Holzstrebe. Da reingedippt. Gute Nacht. Gut, muss man erstmal treffen. Aber dann schießt halt hier frontal auf. Hast du zwei Metallstreben, drei und zwei Holz. Das sind auch nur zwei Cannon-Shots. Ja, Nukes hier unten knallen da immer wieder rein, machen gefühlt gar nichts aus. Jetzt wird sie versucht, hier ein bisschen weiter runter zu bauen, damit die Nukes ein bisschen tiefer fliegen und dann hier steiler hochkommen, um eben, ja, weiß ich nicht, an diesem Woodspam hier vorbeizufliegen und eventuell da rein zu krachen oder auch hier unten rum. Bin ich mir noch nicht ganz sicher, was hier der Plan ist. Nächsten 20er und da gehen jetzt einige Mörser raus. Schöner Feuerlaser-Cover. Bisschen zu spät, selbstverständlich, aber... Dennoch, der Gedanke zählt, die schweren Mörser da oben tatsächlich am Durchkommen. Und jetzt findet vielleicht ein Umdenken statt, dass man merkt, okay, da oben habe ich eventuell zu wenig Defense. Und da oben sitzen jetzt so langsam mal, aber sicher, 5 20er, ne? Also das ist jetzt, das kann man jetzt nicht mehr so krass ignorieren. Klar, die Nukes hier, die sind ebenfalls ziemlich gefährlich. Und die kommen auch relativ gut durch. Der Turm, der wackelt, aber der hält. Sag mal, hör mal. Das war schon frech. Aber jetzt kommt die aktive Fähigkeit. Und da oben zwei Plasmalaser rein, jetzt wo die Schilde weg sind. Das wäre das Play, Butterdog, 25k Energie. Aber kein Feuerlaser in Sicht und auch kein Plasmalaser wird hier gezückt. Aktive Fähigkeit einfach so verstreichen lassen. Aber ihr seht es, ein Cannon-Shot, aktive Fähigkeit fast wieder aufgeladen. Zack, bumm, 20er naja, aktive Fähigkeit aufgeladen. Was zur Hölle? Das, also, das geht doch ein bisschen zu schnell. Ich meine, klar, hier ist ein oder andere... Hier ist der ein oder andere Feuerlaser kaputt gegangen. Okay. Aber, hallo? Wo verhältnismäßig?
nächsten Nuke-Salven, die jetzt wahrscheinlich eher abgewehrt werden können. Der Cover war da, aber auch da werden die Feuerlaser gesniped von Bottom Base. Aktive Fähigkeit, Plasma-Laser rein da. Mitten auf den 20er-Stack. Und jetzt trifft man sich sogar noch selber mit dem Plasma-Laser. Da ist jetzt zwar mehr Metall, aber weiß ich nicht. Das ist immer noch viel zu wenig für meinen Geschmack. Das ist einfach so. Und hier kommen die Nukes ganz flach, um dieses Fass eben zu zerstören. Und das hat man jetzt geschafft. Wenn man jetzt noch das Fass kriegt, dann ist ein Spieler von Team 1 raus. Dann hätten Gyat nachgelegt. Aktuell steht es, Achtung Spoiler für alle, die das Game heute noch nicht gesehen haben. Aktuell steht es 1-0 für Team Dursnip. Also Gyat muss nachliefern. Und aktuell sieht es gar nicht so schlecht aus, aber die 20er hier oben, die sind gefährlich. Und genauso gefährlich sind aber auch die Nukes. Und da braucht man mehr Feuerlaser. Was schwierig zu koordinieren ist, keine Frage. Ne? Also, die kommen da oben durchs Portal raus. Zwei rein in eins und dann hier oben raus. Ganz entspannt, aber dieser Kern... Klar, du hast noch die Fässer danach, aber... Ja, weiß ich nicht, ist mir persönlich zu wenig. Hier wird jetzt ein schönes Schiff gebaut. Das sieht wirklich aus wie ein Schiff. 20er allesamt rein. Ein Feuerlaser blockiert noch so den letzten Rest der Salven. Da kommen die nächsten Nukes. Und eine wird angehittet. Und fast noch durch den Sniper wieder abgewehrt, weil die Gunner alle durch den Feuerstrahl blockiert werden. Da muss auch früher ein Feuerstrahl kommen. Ich weiß nicht, warum der immer so spät kommt. Jetzt kommt hier eine ordentliche Portion an Mörsern durch. Anti-Air rechts. Nicht mehr so gegenwärtig, wie es einst zu Beginn des Spiels der Fall war. Und das sieht jetzt gar nicht so angenehm aus. Auch wenn da immer wieder dieser Feuerlaserblock ist, aber auch der kommt meistens halt relativ spät. Ne? Also könnte früher am Start sein. Nächste Nuke-Kombination. Eine wird abgewehrt und die zweite, oh, kurz vor knapp. Ne? Einfach mal eben so Guido aufgewacht aus dem Schlaf. Unterm Kopfkissen das G36 hervorgeholt. Und weg mit dem Ding. So funktioniert unsere Bundeswehr, ne? Legit. Also da sitzen Menschen auf dem freien Feld. Die haben dann ihr Sturmgewehr in der Hand. Und dann kommt da so eine Boden-Boden-Rakete angeflogen. Und da machen die piu, 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 piu. Und dann wehren sie die halt ab. Ja, basically. Und das ist genau das, was ich meine. Die wurden jetzt hier gruppiert geschossen. Da kamen nochmal sogar zwei hinterher. Aber imagine, die wären nacheinander und gezielt geschossen worden. Klar ist die Gefahr da mit den Feuerlasern, dass sie dann geblockiert werden. Aber die Killchance ist so hoch bei so wenig Verteidigung. Wir haben jetzt noch 75% auf dem Kern und es haben halt, ja, 4 von 5 Schüssen nicht vernünftig getroffen. Tja, schauen wir mal. Der Kampf der Todeskugeln. Taskern. Super entspannt, super weit hinten, super safe. Die Feuerlaser super nervig. Sowohl im Angriff als auch in der Verteidigung. Und hier sehen wir die nächste Nuke-Salve. Auf das, was noch übrig geblieben ist von Jim. Und da kommen die Shots, ne? Aber jetzt sieht man das, was ich meine. Schießt du sie einzeln, hast du da irgendwo das Pech, dass sie halt eben vom Feuerlaser abgewehrt werden. Und mir ist auch gerade aufgefallen, dass die aktive Fähigkeit echt gar nicht so lange hält. Dementsprechend musst du ja relativ fix sein. Also Tab E, aber dann ist es wieder ungenau. Oder dann halt eben gruppiert schießen, aber dann ist es auch ungenau. Na, hier wird auch gruppiert geschossen, weil es sonst APM technisch gar nicht anders möglich wäre. Aber damit teilst du halt auch nur relativ viel Schaden über einen sehr ungewissen Bereich aus. Aber guck dich das an. Also das ist also... Ne, da hat man jetzt wieder das Problem. Aber hier noch ein Kennshot hinterher. Ja. War okay. Aktive Fähigkeit auf der rechten Seite jetzt wieder am Start. Es ist wirklich aktive rechts, aktive links, aktive rechts, aktive links. Wir haben keine Cannons im Spiel. Keine Plasma-Laser. Wir haben nur aktive Fähigkeiten. 20er und Feuerlaser. Und ein paar Mörser. Ja, die sind auch noch am Start. Und die Nukes vor allem. Ne, klar. Darf man nicht außen vor lassen. Aber imagine, man würde jetzt vielleicht zwei Howie bauen.
Eine Canon. Plasmalaser rechts. Aktive Fähigkeit. Hier war der Feuerlaser mal am Start. Und auch der dritte und vierte Schuss sollen verbrennen. Alles abgewehrt. Gut gespielt. Gleichzeitig noch das Vorhaut natürlich ein bisschen angezündet, aber das ist hier nicht. Das steht hier aktuell nicht im Vordergrund. Aber dadurch kriegt man auch nicht die aktive Fähigkeit. Wenn man keinen Schaden einnimmt, ne, dann ist halt auch keine aktive Fähigkeit. Und ja, wo wir vom Teufel sprechen, da unten haben wir sogar schon Plasmalaser. Also Gengar ist mir ein bisschen voraus, was das angeht. Und hier sieht man nochmal schön die aktive Fähigkeit. Ne? Eine gewisse Prozentzahl der Windturbinen wird immer deaktiviert. Und da kommen nochmal drei Cannon-Shots. Und geht da durch, noch ein vierter hinterher. Die Feuerlaser haben geschlafen. Sniper versucht sie hier unerlässlich rauszunehmen. Hat diesmal kein Glück. Oder seit jeher haben wir lange nicht mehr gesehen, dass ein Feuerlaser rausgenommen wurde. Nochmal ein paar schwere Mörser hinterher. Und das ist, ja, 37% auf dem Kern. Und jetzt auch noch das Schild hier rausgenommen. Uiuiui. Uiuiui. Aktive Fähigkeit links. Rechts. My bad. Brutzelt hier unten rein. Brutzelt da oben rein. Wir haben nochmal Kernschaden. Nächster Cannon-Shot. 19% auf Butterdark. Da kommt nochmal einer. 13%. Und wo geht der denn hin? Der war ins absolute Nirvana. Aber genau das muss er machen. Genau das. Vielleicht ein paar mehr Türen hier so. Also da ist nur eine. Weiß ich nicht. Aber hier, also da rein. Jetzt kann er von mir aus auch gruppiert schießen. Ne? Bei der Kerngesundheit. Gut, das weiß er ja natürlich nicht. Wir sitzen hier im Replay. Wir sitzen im Warmen, im Trockenen. Mit unserer Chipstüte in der Hand. Mit dem Steak vom Grill. Oder der, an der Hausarbeit. Weiß ich. Und genießen nebenbei ein bisschen Force Gameplay. Löffeln unsere Suppe selber aus. Und er hier muss gerade reinschwitzen. Er hat richtig Stress. Er hat diesen gesamten Bereich zu verwalten. Und überall fängt es die ganze Zeit an zu brennen, weil die Gegner Feuerlaser haben. Und du hast nur die ganze Zeit auf Dauerschleife. Piep, piep, piep. Vielleicht aber auch, weil es dein Ford-Soundtrack ist, den du jeweils immer auf Spotify nebenbei laufen lässt, um dich einfach ein bisschen aktiv zu halten. Und das ist jetzt ein Fehler. Cannon-Shots hier auf diese Insel zu konzentrieren. Ja, da haben wir ein bisschen was kaputt gekriegt. Okay. Gleichzeitig kriegt aber auch der Gegner hier ein bisschen was kaputt. Zwei 320er sind raus. Und nochmal das Fass, das hier das alles zum Explodieren bringt. Der Feuerlaser hinterher. Vielleicht stößt auch noch die Struktur zusammen. Guter Schachzug von Butterdog, der sich somit wahrscheinlich saved. Aber jetzt auch die Portale. Ne? Guter Schachzug. Die Return-to-Sender-Portale, wie man sie auch nennt. Oder mit Baumkuchen. Oder mit Rumkugeln. Sehr gut, Chat. Hier geht der Schuss rein, da geht er wieder raus, hier geht er rein, da geht er raus und da geht er rein, da geht er raus, ne? Also das ist eine gute Verteidigung gegen Cannons. Erst recht auf die Entfernung, da bräuchte man jetzt Swarms oder EMPs auf der linken Seite, um die auszuschalten. Und ihr könnt euch vorstellen, da das mit Anti-Air abgewehrt werden kann und die Map so riesig ist, dass das jetzt echt schwierig wird für Team 1, die ja immer noch irgendwie nur ein Spieler eigentlich sind, ne? Von hier unten ist ja seit jeher nichts gekommen. Gleichzeitig hat Gengar aber auch nicht so viel gemacht. Er hat jetzt hier den Magna am Start. Ich weiß nicht, ob wir das schon mal gesehen haben. Das sieht nicht schlecht aus. Ich frage mich, wo er hinpaintet mit dem Sniper, dass sie nicht in diese Kugel hier krachen. Na, er muss dieses Fass hier treffen, dann ist Tar besiegt. Jim. Tar ist hier oben. Ich verwechsel es die ganze Zeit, ne? Das ist schlimm. Tut mir leid. Aber genauso könnte er natürlich hier Howies Cannons bauen. Beide Spieler auf der rechten Seite haben schon 5 Howies weggefloatet, teilweise 6. Auf der linken Seite haben wir ein bisschen weniger Float, bei Jim obviously. Der hat einfach nicht so viel Income gerade. Bei Tar 4K Float nur, also nur 4 Howies. Aber auch die, ne, das, ja, das ist leicht und schnell dahingesagt, aber oh, das war knapp. Mit dem Magna-Laser. Aber nichtsdestotrotz, da trennt sich die Weizen vom Streu. Sagt man das so? Ich glaube, ne? Aktive Fähigkeit rechts, 3 Feuerlaser gruppiert, werden zu Plasmalasern. Zack, reiner. Einfach Damage austeilen. Einfach den Gegner beschäftigt halten. Während man ganz genüsslich Haus baut. Da kommen sie. Die weggeflotet werden. Die Spreu. Die Spreu. 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 Wie auch immer. Die Streu. Als wäre das so Katzenstreu. Versteht ihr, wie ich meine? Actually ist es ganz angenehm. Wenn man so. Hoppala. Das sieht gefährlich aus. Tar ist raus. Jim. Meine Güte. Jim. Jim ist tot. Schön gespielt von Gengar. Mit den Magna Nukes. Ja, das funktioniert tatsächlich. Letztendlich wird jedes Geschoss auch
Kareten, Nukes, Swarms, Büss. Wird alles angezogen von einem Magnolaser. Das eine mehr, das andere weniger. Bei Nukes sieht das echt witzig aus. Was ich sagen wollte, es ist echt nice, wenn man so ein bisschen Quatsch labert im Cast, Twitch-Chat nebenher zu haben, der einen mal eben schnell korrigiert. Und man nicht mit diesem Quatsch alleine gelassen wird. Und dann den Kommentar nachher liest. Seid ihr ein bisschen dumm? Das heißt Spreu und nicht Streu. Ich meine, der Kommentar wird trotzdem kommen, aber naja. Oh, guck mal hier, da Imagine. Aber es ist mittlerweile zu viel, ne? Also, Ta muss diesen Kern irgendwie kaputt bekommen. Da sind Portale, die ihn schützen. Dann muss er noch die Fässer hier alle kaputt machen. Die da oben. Das war schon mal ein guter Auftakt. Sag ich, wie es ist. Das hat schon mal ganz schön reingescheppert. Auf jeden Fall zieht es das Game in die Länge. Vielleicht erklärt sich jetzt, warum das Spiel so lange geht. Aber vielleicht macht er ja auch den Sack noch zu. Imagine, ne? Gengar, der hat hier auch ein bisschen Stability-Probleme. Die Strebe ist ein bisschen belastet. Die hier hinten ist ein bisschen belastet. Imagine, du cuttest das hier irgendwie kaputt. Dann macht das nach vorne einen Abgang und das nach hinten einen Abgang. So. Was machst du dann? Ich meine, jetzt war relativ viel Metall mittlerweile drin, ne? Klar. Aktive Fähigkeit. Zack, 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 zack. Das ist jetzt ein offenes 20er. 3 Minen weniger. Das macht es nicht einfacher. Hier vielleicht mal überall Schilde rein. Aber die Nukes. Die nerven. Na, das ist ganz klar. Aber Imagine, hier unten so eine Reihe Nukes. Zack, da rein. Und Gengar ist gone. Sag ich, wie es ist. Klar, wir haben hier noch mit aktiver Fähigkeit Plasmalaser sitzen. Oder auch noch so einen Plasmalaser, der als Defense eingesetzt werden kann. Hier muss unbedingt ein Schild rein. Na, es ist stressig für Tarn, ne? Endlevel-Stress. Also, da bin ich froh, dass ich hier nur sitzen muss und meinen Senf dazugeben darf. Und ich nachher geflammt werde, warum das und das nicht funktioniert hat. Das ist Horror. Büss war ein guter Gedanke, denke ich. Denn das Denken der Gedanken ist gedankenloses Denken. Aber, ja. Bis auf, dass sich die Howies ein bisschen verzögert haben, was sehr wichtig war, keine Frage. Aber mehr kam da halt nicht. Mehr war, glaube ich, auch nicht drin. Also aus dem Biss wurde schon das Maximale rausgeholt. Aber jetzt muss man halt gucken, dass man irgendwie darüber hinauskommt. Und hier ist wieder das Schild kaputt gegangen. Es muss so nervig sein, diese Nukes, die man nicht verteidigt bekommt. Ich meine, es ist auch nicht... Doch, die Tech ist vorhanden für Flaks. Warum nicht hier hinten mal eine Flak oder so rein? Ja, gut, das ist jetzt wieder, ne? Wie gesagt, er hat jetzt das ganze Areal von der obersten bis fast zur untersten Kugel, die hat er gerade nicht besetzt. Aber es reicht, glaube ich, aus. Ich habe ja schon mal ein Game gespielt mit Ambu zusammen. Ich weiß nicht mehr, gegen wen das war. Aber auch ein absolutes Banger-Game. Das Comeback geschafft und dann war es noch 1 gegen 1 und wir haben einfach beide das gesamte Areal gehabt und es ist ja so stressig. Also es ist, ja gar nichts. Ich weiß nicht, worauf ich hinaus wollte. Oder welchen Vergleich ich ziehen wollte. Es ist einfach stressig. Das, ja. Da bist du unterwegs mit den Stresshormonen eines Jetpiloten. So, jetzt haben wir den Vergleich. Schöne Alligator-Line. Shoutout, wem es aufgefallen ist. Wer jetzt noch das Lied nennen kann, naja, ihr könnt googeln, das ist unfair. Wer versichert, dass er es aus dem Kopf wusste, du bist korrekt. Ja. Wir haben jetzt 2 Nukes, 2 Swarms, 1 Plasmalaser, der nicht reagiert und 0 Damage im Prinzip. Da ist ja mal gerade gar nichts passiert. What? Nichts! Jetzt beschießt man sich wieder ein bisschen selber, weil hier viele Schilder am Start sind. Wo, da oben die Verbindung so ein bisschen verloren. Und es ist wirklich, ne? Du greifst die erste Gruppe, ziehst irgendwo hin, die zweite Gruppe ziehst irgendwo hin und die dritte einzeln schießen ist einfach nicht drin. Du kannst natürlich Tab eben. 29k Batteriespeicher mittlerweile am Start. Da ist es auch nicht ohne. Hoppala. Hier müsste vielleicht noch ein Schild hin, dass die nicht getroffen werden können. Flux, sehr guter Call. Worauf ich noch hinaus wollte.
Ambo hat in dem Game, wo ich hier das Spiel gespielt habe, auf Balls, über alle Kugeln, sehr viel geshotcallt, ne? Und das ist absolut wichtig. Also, Jim ist jetzt nicht raus. Der guckt jetzt den ganzen Tag auf das gegnerische Fort und callt Dinge. Wie zum Beispiel, Alter, geh mal mit Nukes auf den Cannon von Gengar, der hat gar nichts. Und zack, hat der Cannon noch 67%. Er muss beide Kerne töten. Dann hat er gewonnen. Egal, ob Fässer stehen oder nicht. Das ist hier seine einzige Winning Chance. Win Condition. So heißt es. Dafür muss er zusehen, dass er hier vielleicht noch eine Nuke reinkriegt. Ich meine, da noch eine dritte rein ist, keine Frage. Gut. Da sitzen jetzt leider zwei Flaks. Das ist jetzt Mikromanagement. Dafür hat er leider keine Zeit. Sniper holen, die raussnipen und so. Das wäre key. Das muss Jim erkennen. Das muss Jim ihm callen. Und dann kann das vielleicht was werden. Na, jetzt kommt wieder der nächste Paint. Da sitzen aber leider die Flaks. Der Plasma-Laser kann gerade nicht schießen. Beide getriggert. Beide Nukes aber angezündet. Schaffen es trotzdem durch. Boah, ja, sieht gefährlich aus, aber es hält sich in Grenzen, der Schaden. Gleichzeitig wieder die Plasma-Laser-Brigade von Butterdog. Ordentlich am Brutzeln. Aber sieht brutaler aus, als es ist am Ende des Tages, ne? Ambu gleich stressig. Genau, das wollte ich ausdrücken. Danke sehr. Und jetzt kommen wieder... Opala! Die ist am Portal vorbei, weil sich das irgendwie verzogen hat. Und hier reingedonnert. Upala. Ja, kann mal passieren. Machst du nix. Jetzt kommt der nächste Nuke Paint. Ah, oh, die Büsse leicht gemisst. Und jetzt sind die Flaks am Start. Nehmen beide Nukes raus. Imagine, das wären jetzt drei Stück gewesen. Man hätte die Swarms zuerst gepaintet und dann die drei Nukes hinterher. Das wäre vielleicht Kill gewesen auf Gengar. Chief, das wäre jetzt gemein. Er verbietet mir, englische Wörter im Stream zu benutzen. Ja, zack, vorbei. Siehste, schon gefailt. Oh, und schon wieder. Was erwartest du? Das kann doch nur schief gehen. Aber ich werde es probieren. Herausforderung akzeptiert. Ja. Ich musste nachdenken, wirklich. Ich hätte es am liebsten in Englisch sagen wollen. Mein gesamter Körper hat geschrien. Salzi, sag das jetzt in Englisch. Aber nein, Herausforderung akzeptiert. So, da sind die Nukes gerade irgendwie in das eigene Fort geknallt. Vielen Dank, Beschwerdogan. Für den Sub. Vielen lieben Dank. Ich weiß nicht, wie das passiert ist, aber es ist passiert. Zack, zack. Sah nicht gut aus. Der Sprengkopf, Entschuldigung. Ja, der Sprengkopf. Ja, ja, Twitch-Chat, ich weiß, ist auch Englisch. Ist ja gut. Der Sprengkopf. Howitzer. Ich muss jetzt... Ich kann nicht mehr kommentieren, weil ich nachdenken muss. Banane. Ich danke dir für den Twitch Prime Sub. Für den... Bin hohl. Twitch ist ein Name. Bin hohl. Soll ich jetzt Zucken sagen? Für den Zucken... Deluxe? Ist Deluxe in Ordnung? Das ist eingedeutscht, oder? Abonnement. Für das... Zucken Deluxe Abonnement. Vielen Dank. Sag mal. Ja, was sagt man zu Chat? Kommentarspalte? Echtzeit-Kommentarspalte? Danke, liebe Echtzeit-Kommentarspalte. Das habt ihr jetzt davon. Ihr seid jetzt die Echtzeit-Kommentarspalte geworden. Seid ihr happy? So. Nicht happy, seid ihr glücklich, Mann. Ah, oh, ihr seid auch... Ah, das ist... Nee. Ha. Ja, zurück zum Spiel. Nochmal drei Nukes, das sah wieder gar nicht so schlecht aus. Sprengköpfe. Aber die Flakgeschütze da unten, die machen dem lieben Tar doch ein paar Kopfschmerzen zurzeit. Die nerven und die nehmen die Sprengköpfe immer wieder raus. Vierter Howitzer da oben jetzt platziert. Schöne Bass. Doch jetzt, warum? Was ist passiert? Schönes Kreissägengerät. Flash Gordon Deluxe. Mit dem Zucken Deluxe Abonnement. Vielen lieben Dank. Und die Flakgeschütze versuchen sich wieder an den Sprengköpfen. Da kommt ab und zu mal ein so ein Ding durch. Aber eins reicht bei weitem nicht. Drei Stück. Und nicht weniger müssen es sein.
Und das denkt sich Butterdog beim Howie auch gerade so ein bisschen, ne? Da wird ordentlich rübergehauen. Howie, Kurzform für Howitzer, ne? Also das ist... Haubitze ist deutsch? Howitzer ist nicht deutsch? Howitzer? Ne, Howitzer ist doch auch deutsch, oder? Das ist so wild, das hättest du nicht erwartet. Ich meine, was hättest du denn sonst erwartet? Dass ich auf einmal Deutsch sprechen kann? Ja, das sieht gar nicht so schlecht aus. Zwei Nukes kommt durch, das ist auf jeden Fall Splash Damage. Oder auch nicht. Ich meine, Streuschaden. Streuschaden. Nicht, ne? Streuschaden. Da kommen nochmal drei Projektile rübergeflogen. Teilweise abgewehrt mit der Kreissäge. Eins kommt durch. Schade ist überschaubar. Das Fass hier darf auf keinen Fall explodieren. Das wäre sehr unangenehm. Hier hat man jetzt Swarms. Das muss man mehr verteilen. Schwarmraketen. Howitzer ist echt. Ich sehe es gerade. Ja, okay. Haubitze. Ja, okay. Haubitze. Haubitze. Meine Güte. Die Haubitze, meine Damen und Herren. Aha. Feuerlaser trifft. Auf der Schild. Richtig? Jetzt sogar heute, aber jetzt sind wir wirklich richtig grammatikalisch unterwegs. Oder sage ich jetzt hier das Laserschild? Aber es heißt ja auch der Laser. Ja, jetzt bin ich lost, Leute. Jetzt habt ihr mich. Also, jetzt ist vorbei. Zwei Nukes. Eine wird abgewehrt. Sprengköpfe. Eine wird... Oh, guck mal hier. Nix abgewehrt, du. Du hast eine Perino. In du, le Plasma-Laserino. Ja, das ist jetzt... Was hat er Englisch verboten? Er hat Englisch verboten. Ich darf alle anderen Sprachen nutzen. Na, mamma mia, mi amore. Mi gusta. Hola, mi... ne, te amo... me... Es ist... Es ist tu... salsi, mi amigo. Oui. Oh Mann, es ist cursed, wirklich, dieses... Oh Gott. Diese Wiederholungsdatei, die ist cursed. Nein, nicht cursed, cursed darf ich auch nicht sagen, die ist verflucht. Ach Mann, ich scheiter komplett. Manche Worte sind so arg in meinem Wortschatz drin, dass sie nicht mehr rausgehen. Schöner Plasmastrahl. Ja, er lebt halt noch weiter, ne? Solange der Kern von dem oberen Spieler, der Name ist ja Name, von Butterdog noch existiert, vom Butterhund, ja, ohne den Spieler diskreditieren zu wollen, solange der noch lebt, alles gut. Ja, die Fässer hier unten, er darf weitermachen, genau wie das Jim das ganze Spiel über gemacht hat. Ich wollte schon wieder was anderes sagen. Alles gut, aber 13% auf dem Kern... Weiß ich nicht. Die vier Haubitzen, die vier Feuerlaser, Feuerstrahle, die vier Cannons, die da kommen, die Kanonen, die da kommen, das alles wird Tar das Leben nicht unbedingt leicht machen. Er hat hier die Nukes und ich glaube, er muss sich jetzt wirklich auf die Sprengköpfe verlassen. Aber, da ist so viel Anti-Air. Und er müsste sie wahrscheinlich mit Portalen drüber schießen. Opala! Da ist gerade ein Fass explodiert. Und das ist nicht gut. Ne, das ist Worst Case. Nein, nein, das ist das schlechteste Szenario. Für einen Schockenau-Spieler. Der Commander heißt im Deutschen, glaube ich, auch so. Meine Nase wird gerade dicht. Sekunde. Scusi. Das ist erlaubt. Das ist nicht Englisch. System gedribbelt. Luftabwehr meine ich. Entschuldigung. Verzeihung. Und der Kernschwing, der macht es natürlich jetzt gerade aus. Ne? Also, dass Tar seinen Kern hinter die Kugel bewegt hat, das ist auf jeden Fall ein Spieländerungsgrund. Ja. Um es mal so zu formulieren. Um Gottes Willen. Zum Glück war das erst ab der Hälfte des Spiels, aber das macht's nicht
besser, weil das noch relativ lange geht, das Spiel. Nächster Haubitzenschuss. Noch ein Haubitzenschuss. Dritter Haubitzenschuss. Und der vierte Haubitzenschuss. Aber was bringen dir so viele Haubitzenschüsse, wenn keine durchkommen und alle abgewehrt werden? Da waren die Guidos heute mal richtig fleißig, ja? Hatten gestern noch Training an der Waffe und somit heute noch alles frisch gewesen. Alles gut, alles entspannt. Da stören auch die paar Promille nicht. Ja, aktive Fähigkeit. Plasmastrahlen hier rüber geschickt. Aber die Haubitzen sind wieder nachgeladen. Die Kanonen da oben sind wieder nachgeladen. Ja, die Kreissägen sind auf jeden Fall ein guter Call, würde ich behaupten. Hier muss man gucken, dass man irgendwie Rauch ins Spiel bringt, um das hier mal alles wegzukriegen und dann mal mit einem Nuke komplett, mit einem Sprengsatz, komplett kaputt zu bombardieren. Ja, die Kreissäge, also die gefallen mir wirklich gut, ne? Also der Gedanke ist quasi, wenn die Tür aufgeht, kommt eine Kreissäge rein. Und wenn das dann genug sind, dann zerstören die Struktur und das Gebäude sackt in sich zusammen. Ich krampfe langsam, wirklich, ich krampfe. Es ist ein Krampf. So wie hier gerade beobachtbar gewesen. Es hätte fast geklappt, leider nicht ganz. Die Cannons nehmen einen Swarm raus. Ärgerlich. Für Tar. Das ist seine Spielgewinnformel. Ohne die wird es relativ schwierig. Und klappt derzeit auch nur bedingt. Reden ist gerade wirklich auf halbe Geschwindigkeit gedrosselt. Mehr geht einfach nicht. Es geht zu viel Gehirnleistung drauf, keine englischen Begriffe zu benutzen. Oh, schöne Kanonenschüsse. Komplettes Minenfundament rausgenommen bei der mittleren Insel von Jim. Die Verwechslung ist immer noch drin, ne? Jim ist schon längst raus aus dem Spiel, aber trotzdem ist er noch Jim im Geiste. Ja, also Team 2 hat hier aktuell ganz klar die Hand vorne. Das sagt man so nicht. Egal. Swarms, gut gebaitet. Da kommt sogar fast ein Sprengkopf durch. Schwarmraketen meine ich. Verzeihung. Aber, oh, da ist was kaputt gegangen. Wie auch immer das geschehen ist, man weiß es nicht so ganz und man kriegt es auch nicht mit. Die fallen und das sieht nicht gut aus. Da geht wieder einiges kaputt. Hör mal, guck mal, sogar der ganze Windpark reißt ab. Und der Butterhund ist ziemlich, ja, ich will nicht sagen am Arsch, aber das wirft ihn doch um einiges zurück. Und ich habe nicht ganz mitbekommen, war das schon wieder so ein Kreissägengerät, das hier oben reingesägt hat und den Turm zum Einsturz gebracht hat? Kann das sein? Butterdog hat jetzt nur noch die 5 Minen hier. Keine Energieproduktion. Merkt man vielleicht. Plus 35. Also gut, der Kern. Ich würde vielleicht jetzt mal die Portale ausmachen, weil einfach gerade keine Kanonen oder 20mm Kanonen am Start sind bei Tar. Und jetzt muss natürlich Gänger gucken, dass er hier irgendwie maximal Stress machen kann, ne? Ich würde die Mörser die ganze Zeit einzeln schießen, einfach nur, um Stress zu machen. Bam, 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 rüber. Alles in Brand setzen, damit er löschen muss oder so. Das Gefühl hat, dass er viel zu tun hat. Rechts, links, klick, R, Material wechseln, R, weißt du, so. Das muss jetzt kommen. Aber da muss erstmal wieder aufgebaut werden, weil ich glaube, die Mörser wurden teilweise durch Feuerstrahlen und Plasmastrahlen der eigenen Koalition in Mitleidenschaft gezogen. Oh, Nuke-Gerät. Sprengsatz, Sprengkopf kommt durch und legt jetzt die Flak frei. Aber der Scharfschütze, wo sitzt er denn? Ist er gerade kaputt gegangen? Wurde er vernichtet, zerstört? Wo ist er hin? Herr Scharfschütze. Ne, er pendelt doch gerade. Er markiert sein Ziel. Da oben. Der hätte doch auch Winkel auf die beiden
Flak-Geschütze. Ja doch, das ist okay. Flak ist vollkommen in Ordnung. Er malt, genau. Sehr gut, Twitch-Chat. Ich meine, Zucken. Echtzeit-Kommentarspalte, so haben wir euch genannt, ne? Zucken, Echtzeit-Kommentarspalte. Vielen lieben Dank. Ja, hoppala, wo sollen denn die Mörser hin? Die kommen sogar gar nicht mal so unpräzise. Uiuiuiui, hier passiert gerade ordentlich. Jetzt kommen noch die eigenen Schwarmraketen hinzu. Das Schild hier kaputt. Definitiv unangenehm. Aktive Fähigkeit braucht man jetzt gar nicht. Verfehlte Möglichkeiten für den Butterhund, hier unten nicht doch mal reinzuhauen. Oh, meine Nase. Bitte lass mich reden und sprechen. Doch jetzt, warum? Was ist passiert? Ich hab nicht hingeguckt. Arkefi, vielen Dank für den Zucken Deluxe Abonnement. Und er denkt sich, was ist falsch bei dir, Bruder? Wo bin ich hier gelandet? Ja, ist eigentlich ein Eigenname, ne? Eigentlich ein Eigenname. Würde ich eigentlich auch sagen. Aber ich will ja keine Gefahren eingeben. Sonst heißt es wieder, nee, du hast das gar nicht richtig gemacht. Ich habe hier 7000 Kanalpunkte investiert. Also ich verstehe wirklich nicht, warum ihr nicht mal eine vernünftige Köder-EMP geholt wird. Ja? Warum sehen wir keine Köder-EMP? Die bräuchte es hier mal. Eine Köder-EMP von hier oder von da irgendwo einfach mal da reingeschossen und zack, gesamte Anti-Air, na, die Luftabwehr des Gegners würde gelockt werden. Ja? EMI? Echt jetzt? EMI? EMP ist nicht in Ordnung, weil es Puls wäre? Und jetzt muss ich sagen, Impuls, elektromagnetischer Impuls, EMI, euer... Ah! Okay. Wo ist die Lok-EMI? Gott, das fühlt sich so falsch an, wirklich. Upala. Hier fällt auf jeden Fall gerade was runter. Ja, Salzi, das war wirklich 1A-Commentary. Die Situation gelesen, mit leichten Nuancen verfeinert, vielleicht ein Wortspiel eingebracht, eine kleine Anekdote, ja... Ah, einfach Königsklasse von Kommentator an der Stelle. Muss ich dir wirklich lassen. Liebe Grüße, Salzburg, der gerade Pause hat. Ah, guck mal, da kommen noch mal einige Schwarmraketen mit Nuke. Die machen wieder das Schild kaputt und da vielleicht mal so ein... Ja, jetzt hat er es, guck mal hier. Noch nicht so vom Zielen her, ja, vom Winkel, aber... Schon mal vom Gedanken. Und das zählt ja schon mal, ja. Wie damals in der Mathearbeit kriegt man schon mal ein paar Punkte dafür, dass man den richtigen Lösungsweg in irgendeiner Art und Weise hat. Wenn das hier Ergebnis nicht stimmt, ist ja erstmal nicht so wichtig. Hauptsache, man kriegt schon mal Punkte für den Lösungsweg, ja. Von daher, Butterhund, sehr gut gemacht. Aber ich möchte hier wirklich eine Köder-EMI sehen. Sonst stelle ich mir das sehr unlösbar vor für Tar. Und es ist gar nicht mal so schwierig, würde ich behaupten. Aber wie gesagt, ich habe schon angesprochen, ich sitze hier im Trockenen, muss mir nur darüber Gedanken machen, welche Wörter ich aussprechen darf und welche nicht. Und jetzt kommt endlich mal der Scharfschütze von Tar so ein bisschen mehr zum Einsatz und schießt da mal alles weg, was da vielleicht nicht sitzen sollte. Zum Beispiel die offenen, mehr oder weniger offenen Mörser. Aber die Schwarmraketen und die Sprengköpfe sind natürlich weiterhin ein Problem. Aktive Fähigkeit auf der rechten Seite ist derzeit aktiviert gewesen. Wir haben da oben wieder 3 Kanonen im Aufbau. Die werden natürlich nochmal später wehtun können, aber der Kern ist noch relativ safe. Diese Stelle hier, die muss kaputt gemacht werden. Durch Swarms, Nukes, Schwarmraketen, Sprengköpfe oder EMIs. Ja. Zack. Ich wollte nicht ein englisches Wort sagen. Das habt ihr jetzt gedacht. Zurück zum Empfängerportal. Ja. Portal ist in Ordnung. Portal ist auf Deutsch, oder?
Portal? 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 Portal ist schon eingedeutscht wahrscheinlich, ne? Ein Portal. Nee, es ist, ne, ist ein deutsches Wort. Portal ist deutsch, okay, danke. Wirklich. Das sind die Existenzkriegen, die sie hier durchmachen. Also, ja, hör mal. Irgendwann ist auch Schluss mit Punkten für den Lösungsweg. Da muss man auch für die 1 das richtige Ergebnis bekommen. Ja, okay, wir haben jetzt eine Swarm rausbekommen, während ich geredet habe und mein Konstrukt aufbauen wollte. Es ist krass, ne? Aktive Fähigkeit und es ist ja alles deaktiviert von den Windturbinen. Da kann man sie auch gleich aufrüsten, ne? Wenn sie schon mal deaktiviert sind, warum nicht gleich aufrüsten in der Zeit? Machen ja gerade sowieso keine Energieproduktion. Oh, es kommt sogar vom Lateinischen. Gut, viel Englisches kommt vom Lateinischen, ne? So wie eben halt auch Deutsches. Also überrascht jetzt nicht unbedingt, dass es vom Englischen kommt. Lateinischen, meine Güte. Ja, Kanonen hier oben sind am Start. Kreissägen gefällt mir sehr gut. Sehr viele sogar. Sieht brutal aus. Oh, das hätte auch brutal werden können. Also es ist ein wildes Gefecht hier, ne, mit den Kreissägen. 4 links, 4 rechts, 4 links. Aktive Fähigkeit. Plasmastrahlen auf eine der letzten wirklich verbleibenden Plateaus mit Metallproduktion. Aber ich nehme auch wieder alles zurück, ne? Also das, ja. Ich glaube, ich habe es prophezeit. Schade. Gefühlt gab es so einen kurzen Moment, wo Tar wirklich noch die Möglichkeit hatte, die Sprengköpfe auf die obere Basis durchbringen zu können. Und den Spieler dort, den Butterhund, auszuschalten. Dann hätte er das Game gewonnen und 2-0 für sich entschieden. Aber, wir sind in der 53. Minute. Irgendwann flacht deine Konzentration auf diesem Niveau einfach ab. Wenn sie beim Autofahren, ja, beim stumpfen Autofahren auf der Autobahn nach 1,5 bis 2 Stunden schon abflacht, ja, was denkst du denn, was passiert, wenn du fortspielst? Kompetitiv, auf hohem Niveau. Dann ist einfach irgendwann, dann bist du nicht mehr frisch im Kopf. Und du hast ja wirklich nicht die Zeit, dir mal kurz eine Minute Pause oder so zu gönnen. Irgendwie so ein Tactical Timeout. Na, ah, ich meine ein taktisches Zeitfenster. Eine taktische Unterbrechung. Ja. Von daher. Ja. Und für Team 2 natürlich, denen fällt es gerade relativ schwer, einen gekernschwungenen Schockenau-Spieler auszuschalten. Ohne sich dabei selber zu assassinieren. Das ist schon nicht so ganz einfach, diesen Kern zu treffen. Mit dem Portal, mit den Schilden und so weiter und so fort. Magna war eigentlich schon ein richtig, richtig guter Gedanke von Gengar. Den könnten wir hier durchaus nochmal sehen. Vielleicht auch mit den Cannons zusammen. Kanonen. Den Magna-Strahl. Magnetisierungsstrahl. Ist Magna auch nicht in Ordnung? Es gibt keine maximale Spielzeit. Gute Frage. Oh, guck mal hier. Mörser. Am Ende des Tages waren es Mörser, die durchgekommen sind, weil auch einfach gar keine Luftverteidigung mehr am Start war. Guck's mir nochmal an. Die hier sind es gewesen, denke ich, weil hier haben wir keine weiteren. Und hier kommen sie. Na, das sind sie, ne? Treffen hier das Fass. Und das reicht aus als Explosion.
um den Kern zu zerstören, beziehungsweise die Strebe, auf der der Kern befestigt ist, reißt und zack, war's das mit Dorsnip, dem Team, Tür schneiden oder Tür-Sniper-Schüssen? Ja, jetzt wird's zu konfus. Meine Damen und Herren, ich bedanke mich vielmals fürs Zuschauen. Eine Situation wollte ich mir noch angucken. Und zwar, wie hier einmal da oben das alles abgeraucht ist. So, was ist da passiert? Tatsächlich. Es war die Kreissäge, die hier reingeschnitten hat. Die oberste Kanone vom Turm losgelöst hat, die hier runtergesegelt ist. Und irgendwie relativ wenig Schaden gemacht hat. Gut, die Fässer, die waren eine Kettenreaktion. Ne? Noch schlimmer als Batterien. Damit ist der Windpark hier hinten abgekratzt. Aber das hätte man noch catchen können. Ne? Das baumelt da jetzt relativ lange noch rum. Brennt munter fröhlich ab. Und dadurch, dass es abbrennt und erst hier hinten verbunden wird, kippt es halt eben nach vorne auch, ne? Und dann fällt es auch noch so unglücklich, dass es natürlich auf die Howitzer fällt. Und dass das hier dann noch gehalten hat, ne? Das war glücklich. Dass das hier einen Abgang macht, okay. Das sieht man dann relativ häufig. Dass das hier hält. Ja, letztendlich, er hatte nicht so viel Verteidigung hier vorne dranhängen. Und wahrscheinlich auch... Ja, so viel Stability-Tech sehe ich jetzt nicht unbedingt. Hier könnte natürlich eine Vorlong drin sein, aber ja, trotzdem. Sehr, sehr unglücklich. Das hätte Kill sein können. Wäre die Kanone ein bisschen anders gefallen, wäre Butterdog hier vielleicht fast gestorben. So knapp kann es halt einfach auch mal eben sein. Meine Damen und Herren, ich bedanke mich vielmals fürs Zuschauen. Dieses, ja, fast eine Stunde Forts Pro Liga Bangers. Es steht jetzt 1:1, also... Stay tuned. Oh, ich bin froh, wieder Englisch reden zu dürfen. Ne? Es ist so erholsam für den Gemütszustand. Ja, wie das hier ausgeht, dieses Best of Three. Ne? In diesem Sinne, ich bedanke mich vielmals fürs Zuschauen. Habe ich jetzt 8-mal gesagt, wahrscheinlich schon. Aber ich wünsche euch trotzdem noch einen schönen Tag. Ruft mal euren Oma oder eure Opa an. Ja, Verwirrung ist verwirrt. Wir hören uns. Haut rein.